Operation will begin shortly. Please check all your equipment. You all right? Of course not. I came here to fight Sin. But they stick me here! If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Springen kommt, glaube ich, durch die dämlichen Kamerawinkel. Ja, ich meine, die Animation an sich ist halt nicht so super flüssig, ne? Das liegt halt an dem älteren Spiel. Aber Wetterchen hat das ja die letzten Male auch schon gesehen, das Spiel. Also achso, okay. Das meint ihr alles? Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Sprung an sich ihr meint. Ach, sowas meint ihr. Okay, ja. Ja, das stimmt. Die Kamera ist halt nicht so ganz optimal. Dann müssen wir das weiter testen. Und es ist bei mir auch gut. Alles klar. Okay. So. Dann war das wahrscheinlich mein Fehler. Wenn sonst nochmal irgendwas ist, sagt Bescheid. So, jetzt war ich so abgelenkt. Jetzt weiß ich gar nicht, was hier gerade Sache ist. Wir müssen zu irgendeinem Kampf. Und der kleine Junge, den wir gerade getroffen haben, der zur Wache gehört, der ist ein bisschen motzig, weil er nicht mitkämpfen darf. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Auron. 10 years, is it? That's when Kenok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir! Tell me, Auron, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kenok. Oh, yes. Proceed. Na, die vertrauen ja ihrer eigenen... That Kenok a maester? I heard that, Auron. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? Yeah, hat er. I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Albed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. So, ich habe rechts im Bild aber so einen komischen Kasten mit einem Gesicht drin. Ist das normal? Nein, Nordchen, das ist ein Grafikfehler. Das wurde auch schon oft bei diesem Spiel bemängelt. Hast recht, die Kamera ist nicht ganz optimal. Das Bild da ist zu klein. Muss mal größer machen, rechts unten. Sergeant, das Bild hatten wir ganz am Anfang. Im ersten Stream hatte ich das rechts unten. Das Problem ist, wenn es aber rechts unten ist, dann, verdeckt das die Lebensbalkenanzeige und hier von der, wie heißt sie noch gleich, Ekstaseleiste, die ganzen Werte, dann könntet ihr die nicht sehen, wenn ich im Kampf bin. Das ist halt ein bisschen, deswegen musste ich das jetzt so blöd in die Mitte hängen. Ich sag nichts mehr, nett, dass du wieder ewig rumtüfteln musst. Oh nein, leckt's bei dir? Läuft. Ich meinte nur, wenn wieder welche auftauchen, sollen wir ihr Bescheid sagen. Aber nee, ihr könnt ruhig Bescheid sagen. Also wenn irgendwas los ist, ich versuch's halt zu lösen, nur jetzt wüsste ich halt spontan nicht mehr, wo ich den Fehler suchen soll. Also wahrscheinlich lag's nicht an den 60 Frames per Second, die ich eingestellt habe. Ich lasse es jetzt aber so, wie es ist, weil ich glaube eh, dass es bei dem Spiel, das kann wahrscheinlich eh nur 30, deswegen ist es so gesprungen. Na, sprich mit mir. Anything could happen. Make sure you're ready for combat. Ja. Dafür wäre ein Händler nicht schlecht. Mega Push. Haben wir hier vielleicht noch einen rumstehen, der handelt? Ich
fürchte, wenn wir ihn hier ansprechen, geht's los. Sprechen wir erst noch mit Yuna. Oh, Moment, Moment, da ist noch eine Kiste. Tobsuchtband. Das ist ein Tobsuchtband. Nee. Ach ja, komm, jetzt lass mich doch da wieder raus, danke. Meckert sich ja keiner, wenn man stattdessen dich größer sieht. Der Händler ist Orca, der steht links vom Lager. Ah, okay, danke, Notien. Oh, hier ist die große Katze. Ah, spricht wieder nicht mit uns, guckt uns nur blöd an. Der hier. Ach, der, dem wir schon mal was gespendet haben, ist hier. Ach, Monopoly is a great thing. Things are selling no matter what the price. Ups, sorry, I forgot. Der mit dem, ich glaube, es ist ein britischer Akzent, den er hat, ne? Items hätte ich gerne. Wir haben 20 Potions, das sollte reichen. Hier, Phönixfedern würde ich gerne aufstocken. Da haben wir nämlich nicht mehr... Nein! Ach Gottchen, so viele brauche ich nicht. Hoffentlich. wir gucken mal so, dann haben wir 6. Wir haben nicht zu viel ausgegeben. Dann können wir zweimal das ganze Team zur Not retten. Goldnadel nochmal. Kuriert Stein zu schon. Ach ja, genau, das war's. Da holen wir uns auch mal 10 Stück von. Und dann haben wir, denke ich, erstmal einen gewissen Vorrat. Ach, weißt du was? Wenn wir schon dabei sind, alles aufzurunden, dann machen wir hier auch 10. So. Haben wir von allem mindestens 10 dabei. Speichern wir das nochmal. So. Jetzt mit Yuna gesprochen. I'm a little nervous. Dann wollen wir mal, ne? Are you ready? Please hurry. Ich habe jetzt aus Versehen auf noch nicht gedrückt. Moment, das hat der noch. Bei dem können wir langsam das Rätselraten anfangen. Der Adligen vielleicht? Ja, ich glaube, wir müssen wirklich noch ein paar Bücher finden. So ganz einfach ist das noch nicht. Ja. Ich würde ja gerne mit dir quatschen. With them here, it's like Yevon authorizes this whole operation. Okay. Ich habe die Befürchtung, dass der Kampf hier nicht klein wird, der uns jetzt erwartet. Are you ready? Joa. Mal gucken. Mr. Kinnock, please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Ach, die quälen die, Hi. Wer bist du denn? Ist das das Vieh, was gerade noch eingesperrt war? Verdammt, was machen wir jetzt? Oh, verdammt, was machen wir jetzt? Erstmal Ifrit holen und draufhauen. Weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt schon die Beschwörungen zu verfolgen oder ob danach noch jemand kommt. Wir helfen dir alle beim nächsten Kampf, dann wird das schon. Ja, das kann nicht schaden. Schützt dich durch seine Arme, Sinchuppe Gi. Okay. Gut, dass ich für nichts Federn eingekauft habe. Ja, sowas in der Art habe ich befürchtet. Daneben. Okay.
Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Und haut mit dem Arm zu. Ach, wir können 4 Positionen angreifen. Bauch, Kopf und die beiden Arme. Ich verstehe. Ah, ich habe so eine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Arme angreifen, damit er sich nicht mehr schützen kann. Das haben wir schon getan. Das ist ja ganz wunderbar. Die verdächtige Bewegung hat aufgehört. Ha, guck mal da. Jetzt ist er nur noch ein großer Tausendfüßler. Macht aber nur 23 Schaden. Und das war's mit Ifrit. Okay, aber 2 Arme haben wir schon mal am Anfang auf den Schwanz. Das Wichtigste ist der Kopf. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, die Arme, weil bei dem dabei stand, von wegen, schützt sich durch seine Arme. Waka hatte doch diese Einsicht, oder wie das heißt. Ich kann aber nur hier unten angreifen. Ich kann das, den Kopf gar nicht anwählen. Oder? Warte mal. Da war doch was. Moment, der war doch gerade da oben. Da. Ha. Ein bisschen frickelig irgendwie mit dem, ach toll, der ist immun gegen blind. Es ist ein bisschen frickelig mit dem, da hochzukommen. Weil der irgendwie nicht gescheit nach oben schaltet, so. Düdüm. Toll, da kommt er nicht dran, oder was? Wir sind die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wir helfen alle. Sehr gut, sehr lobenswert. was können wir denn machen? Können wir uns von dem was klauen? Na jedenfalls keine Technik. Aber so richtig viel Schaden macht er gerade nicht. Dann beschwören wir mal Valkaris. Blitz gemacht, ne? Der dann anfänglich im Wasser ist. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, egal was ich nehme an Elementen. Oh nein, die Arme haben sich regeneriert. Na toll, jetzt ist Valkaris wahrscheinlich direkt am Boden, ne? Oh, doch nicht. Ist ja fies, dass sich die Arme regenerieren. Hi Maikui, wieder da. Cool. Freut mich. So viel ist noch nicht passiert. Wir sind, glaube ich, noch den Kopf können nur Waka und Lulu angreifen. Alles klar. Wir haben gerade, also vor kurzem jetzt erst mit diesem Kampf hier angefangen. Ich bin noch nicht allzu weit gekommen. Dann schmeißen wir ihn mal gerade raus und holen Lulu rein. So, was nehmen wir denn? Och, geh da hoch. Oh, 300 immerhin. So, gegen Blind war er ja immun. Das heißt, wir machen dann halt den normalen Angriff. Dann holen wir mal Orin rein. Der soll sich dann um die Arme kümmern.
Da steht da und macht eine verdächtige Bewegung, aber irgendwie macht er daraufhin nicht wirklich was, oder? Ich nehme die ganze Zeit auf Verdacht den Wasser, weil der immer Blitz benutzt. Stumm hatte ich nicht ausprobiert, ne? Ich habe nur blind ausprobiert. Das könnte ich eigentlich mal machen. Machen wir mal stumm. Ja, auch immun, aber immerhin 400 Schaden. Oh, wir haben die Ekstase voll. Und hier ein Event, was ich verkacken kann. Ach du Scheiße. Unter. Das stimmt doch, ne? Wenn Final Fantasy fertig ist, beim letzten Quicktime-Event schaffe ich es. Ganz sicher. Beim allerletzten. So. Doch, der macht was drauf und ich hoffe, dass er wieder zukommt. Okay. Also ist das Böse, was darauf hinkommt, wenn er dazu kommt. Ich verstehe. Oh je. Dann nochmal. Ach, verdammt, nein! Jetzt wählt ihr den Arm an. Verdammt. Ich wollte den Kopf anwählen. Okay, wir haben einen Arm ausgeschaltet. Immerhin. So, dann. Oh, das ist so frickelig, den anzuwählen. Das ist echt blöde. Weil der wählt alles an, nur nicht den blöden Kopf. Ey, das gibt's nicht. Oh, ich werd wahnsinnig. Jetzt scheitert es daran. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ich kann nichts anderes gerade anwählen. Das ist ätzend. Okay, jetzt macht er irgendwas. What? Was war das? Der Sausack hat er den Worker einfach mal umgeklatscht. Ich kann den Kopf nicht. Der Kopf ist schon tot. Warum verschwindet der denn dann nicht? Na gut, es wird. Ja, das wäre schon ein bisschen merkwürdig, dass das war. Ich habe mich schon gewundert, warum der so grau wird. Aber okay, dann heißt das das. Das heißt, ich muss nur noch die anderen Sachen ausschalten. Okay, das heißt jetzt nur noch das untere. Gut, Gravitas hat ja nicht so viel Schaden gemacht, ne? Ja. Da kann man mit klar. Dann hau mal rein, Auron. Wenn wir jetzt nur das untere angreifen müssen, dann holen wir Kimari nochmal rein. Und Tidus für die Erfahrung. Ich glaube, er hat noch nicht zugeschlagen. Ne? So Leute, komm, macht Feierabend damit. Oh, komm schon. Ja, wenn man es weiß, dann ist das klar. Aber ich wusste es nicht so direkt. Notchen, alles klar. Hol dir ein neues Bier, wenn du sagst, ich habe so lange Zeit. Nein, die Kackarme, ey. Die Kackarme. Dann heilen wir. Nein, nein. Ich hab grad. Ich voll Idiot.
Jetzt dürft ihr alle lachen. Oh, Kacke, ich wollte Orin anmelden. Ich werde wahnsinnig mit der Navigation hier, mit den Pfeilen. Ja gut, 2 Hiebe, dann sollten wir... 3 Hiebe, dann sollten wir die Lebenspunkte wieder weghaben. Ah, hi Kamui. So, Yuna hat die Ekstase voll. Orin braucht jetzt definitiv Heilung. Meisterruf. Oh nein, die sind ja beide K.O. Das bringt uns überhaupt nichts. Hätte ich die besser mal aufbewahrt, wa? Dann jetzt vorsichtig. Ja, vielleicht auch 8. Mein Gott. Ach Gottchen, ach Gottchen. Vielleicht wär's... Ja, aber erstmal in die Mitte gehen ist halt auch so blöd, ne? Die Arme regenerieren sich zwar, aber die Arme schützen die Mitte ja auch. Das bringt halt dann auch nichts. Ja, Yuna, da kann ich immer noch nicht... Dann vorsichtig den richtigen Bell für die Vita. Machen. Man kann ja schlecht die anderen Körperteile blenden, oder? Das wird ja nicht bei Mitte oder Arm funktionieren. Irgendwie macht Waka so viel Sinn? Macht der mehr Schaden? Nee, oder? Mit Tidus hast. Oh ja, stimmt, wir hatten ja Hast. Ah, danke für den Hinweis. Wen kicken wir denn dafür? Wir kicken, glaube ich, Lulu. Die macht, glaube ich, oder? Kimari. Orin macht, glaube ich, den meisten Hitschaden. Aber ich würde sagen, wir tauschen gleich Lulu aus. War das Spezial? Nee. Nee. Worunter war das nochmal? Worunter war hast nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Weißmagie? Ach, Weißmagie. Ah. Dann pushen wir auch mal. Du kannst mit Tidus Hast auf deine 3 Stammkräfte zaubern, dann bist du deutlich öfter dran. Zudem solltest du mit Tidus Anfeuern 5-mal zaubern. Dann sollten deine physischen Werte deutlich besser werden. Mehr Schaden austeilen, weniger einstecken. Warte, Taktik für fast alle Bosse. Okay. Anfeuern habe ich ja bisher gar nicht benutzt. Ich würde auch Lulu austauschen, falls du mit Tidus noch anfeuern machst. Passt das bei den 3 am besten. Oh, cool. Kimari und Lulu raus, dafür Yuna und Tidus rein, weil die HP schauen immer nicht mehr so gut aus. Ja, habe ich auch gerade nämlich überlegt. Ja, dann schmeißen wir Kimari beim nächsten Zug raus. Ach Kacke, jetzt haben wir natürlich genau kein MP mehr. So, dann holen wir jetzt Yuna. Und Vita und pushen Orin erstmal hoch. Ah, das ist so blöd, dass wir die Ekstase von Yuna nicht mehr benutzen können. Und jetzt, anfeuern. Daneben. Na, jetzt regenerieren sich bestimmt gleich die Arme wieder. Das zweite Mal jetzt.
gleich mal gucken, ob es ein Item gibt, was MP regeneriert. HP, HP, Kampfgewächter, blind, allheil. HP, HP, nee, verdammt. Gibt es das bei Final Fantasy nicht, dass es auch so ein Trank gibt, der MP regeneriert? Da hat eine Melee-Fighter bei mir immer wieder gelernt. Ich war eigentlich dabei, den Kimari zu einem zweiten Heiler zu machen. Der ist gerade auf bestem Wege dahin. Dann heilen wir mal die Heilerin. Damit die auch stehen bleibt. Äther und Turbo-Äther. Ah, okay. Kein MP auf Auron. Aber der kann ja sonst den Kraftbrecher gar nicht benutzen. Kraftbrecher macht doch mehr Schaden. Ach, da sind die Arme wieder. So eine Kacke. Ah, okay. Speziell anfangen. Das ist jetzt, glaube ich, das 14. Mal, oder? Kraftbrecher senkt nur die Kraft des Gegners. Du machst damit nicht mehr Schaden. Ich hatte das Gefühl, dass die Hits mehr Schaden machen, aber gut. Eigentlich nur einmal anwenden. Der Gegner ist dann permanent davon getroffen. Okay. Brutal auch drauf, Maschine. Okay, gut, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass es daran scheitert. Mit MP. Seht ihr, wenn ich euch nicht hätte. So, ich glaube, wir sind jetzt beim 5. Mal anfeuern. Sind aber soweit eigentlich vitamäßig ganz gut, oder? Ja, wir könnten. Ja, doch, Auron könnten wir auf jeden Fall mal hochheilen. Ja. Ach komm schon. Ah ne, zwei Schläge reichen. Okay, sehr gut. Dann noch zwei für den anderen Arm. Ach, das ist echt so ein bisschen Geduldsprobe hier. Aber zumindest liegen wir nicht. Und du solltest in schwierigen Kämpfen alle in Hast versetzen. Das verdoppelt quasi die Anzahl deiner Züge. So, und ab jetzt sind wir erstmal genug mit Strategie zugekommen. Das Spiel ist tatsächlich ziemlich komplex. aber gut, dann machen wir jetzt nochmal Hast auf Tidus selber. Noch eine Frage. Siehst du, Auron macht fast 500 Schaden statt nur noch 300 Anfeuern bringt's. Ja, ah, okay. Das liegt am Anfeuern. Alles klar. Ja, der Boss hat eine Schwäche gegen Kraftbrecher. Da machst du 1,5-fachen Schaden, aber das zählt nur beim ersten Mal. Okay. Die Hast, wie viele Züge lang zählt die oder zählt die auch für den ganzen Kampf? So, dann macht sie jetzt nochmal Hast auf Luna, damit die die ganze Zeit heilen kann. Die zählt für den ganzen Kampf. Alles klar. Okay, super. Dann heilt sie jetzt nochmal sich selber. Und weg mit dem Arm. Ja. Tidus sieht gerade ein bisschen hyperaktiv aus, wie der da rumwimmelt. Oh, der macht jetzt auch 400. Das ist natürlich nice. Tja. Wen heilen wir hoch? Schaden kann es ja eh nicht. Was? Und was? das sieht aus wie ein Zeitraffer. Ganzer Kampf oder kampfunfähig? Ah, okay, kampfunfähig beendet also auch. Also zum Beispiel hier Versteinern. So, jetzt hab ich's. Genau wie bei Anfeuern. Anfeuern lässt sich aber im Gegensatz zu vielen anderen Fertigkeiten stapeln bis zu 5 Mal. Erhöht die Werte dann um ca. 60-70%. Oder wenn der Charakter umkippt, ist die auch weg. Okay, also wenn ich quasi die Phönixfeder einsetzen muss, dann ist es futsch. Oh, ich habe heute echt Wortfindungsschwierigkeiten. Mag an dem Schlafmangel liegen.
Sind alle voll. Es sind alle voll. Tja, schade. Yuna kann ja leider sonst nichts machen. Kann ja gerade nicht beschwören. Dann holen wir einfach Kimari rein. Und lassen den ein, zwei Mal draufhauen, bis wir Yuna wieder reinholen. Und zwar... oder? Doch, ich glaube, als nächstes holen wir Yuna wieder rein. So. Vita. Meine Yuna ist bei mir voll auf Angriffskraft wegen den Bestias. Yuna macht jetzt bestimmt auch Schaden. Meinst du Yuna einfach mal draufkloppen lassen? Ja, gerade Yuna spüre, die macht so Staubfedels, genau. ja, ist halt schade, dass wir jetzt die Bestias nicht mehr beschwören können. Ne? Wenn ich mal vorher eure schöne, geile Taktik gekannt hätte, hätte ich die Bestias wahrscheinlich nicht direkt am Anfang rausgekloppt. Dann würden wir jetzt auch einiges mehr Schaden machen. Wir machen es mal. Mal gucken. 21! Alter Schwede! Was vernichtend. 900er, halt toll, und der geht auf den Arm, weißt du? Ach, Quatsch, nicht einfach. Das war ja so effektiv. 300, 300. Halten wir mal Titus hoch. Ich bin am Ab. Gerne mit Stöcken. Weißt du, das kann ja jeder. Du machst bitte gefälligst den Hard Mode. Ach so. Ja, ja, weil ich es kann, ne? Weil ich. Was? Wo war denn jetzt der Schaden auf einmal hin? Weil ich so die Ahnung von Final Fantasy habe, mache ich den Hard Mode. Das ist ein Angriff, Tito. Schneid dir mal eine Scheibe davon ab. Nicht 150. Aber hat gereicht. So. Dann erst nochmal Tito und dann sich selber. Ah, 400. Geht doch. So. Hoffentlich schaffen wir es jetzt mal, bevor sich die Arme wieder regenerieren. Ja, vor allem bekommst du jetzt keinen Vernichtend hin. Okay. Es gibt einen Gegner, den packst du nicht ohne Bestias. Nicht spoilern! Wahrscheinlich Richtung... genau. Bitte verflüstern. Ja, genau. Lurtin hat's raus. Genauso. Das wäre toll. Man schafft alle Gegner ohne Bestias, außer du bist verpflichtet, Bestias zu benutzen. Titus hat halt keinen Durchschlag auf der Waffe wie Orin und macht sonst fast den gleichen Schaden. Ah, okay. Hat er? Hat Orin Durchschlag drauf? Das kann sein. Aber Titus hat den letzten Hit gemacht. Yay, oder? Verschwindest du jetzt oder nicht? Oh Gott, geh weg! Na super. Oh Gott. Kampf geschafft am Arsch, ne? Jetzt geht's erst richtig los wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Let's go. Ach du Scheiße, jetzt sieht man Sin ja zum ersten Mal so richtig. So in groß und so komplett.
Look out! Die einfach alle pulverisiert oder was? Und das Vieh lebt wieder. Ja, klar. Was? Stand back, Lady Yuna. Yes. Was stimmt mit dem Maester nicht? Das ist doch nicht normal. Ach, wir dürfen den jetzt spielen. Weil ich nicht da auch mehr Angriff hat. Sephi ist okay, keine Angst. Okay. Ich muss ja gestehen, so, ich finde es ein bisschen eklig, ne? Also, wenn man sich überlegt, er hat Schuppen. Und jede dieser Schuppen lebt. Und er trägt die quasi wie so eine Haut auf sich. Das hat irgendwie sowas von so Parasiten besudelt. Boah. Man hat ja gerade gesehen, er kann die irgendwie auch alle abwerfen, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen eklig. Seymour, bitte, nicht Sephi. Sephiroth ist doch der von Final Fantasy VII, oder? Irre ich mich da? Der Weißhaarige? Versuche, die Ekstase mit Seymour zu füllen, ist die einzige Gelegenheit. Okay. Okay. Das heißt, ich muss mich hauen lassen. womit greife ich denn am besten an? Alter Schwede, der kann ja alles. Meine Items. Das ist ein normaler Angriff. Zwar Feuerer. Ach, das sind Wasser, Eisra. Das sind die höheren Werte, ne? MP 999. Alter, was ist bei dem kaputt? ...1400 Schaden. Die sind immer noch beide leer. Da haben wir immer noch nichts von. Halten wir mal on. Der hat Schwarz- und Weiß-Magie und 999. Okay, genau das. Das dauert aber. Der hat sogar ein Haus auf sich, dessen. Ja? Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Na, jetzt da. So, den würde ich gerne anwählen. Achso, wir können eigentlich wieder Tidus mit Hast wählen, ne? Dann holen wir Yuna gleich als nächstes raus. Oh, ich probiere jetzt hier alles so ein bisschen aus. Der hat ja 999, da kann man ja nicht viel versauen. Einfach mal machen lassen, mal ausprobieren. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Ja, ja, beweg du. Ich kann Tidus nicht reinholen. Ich wollte Tidus reinholen, na toll. Kampf und Fähigkeit. Brauchen wir nicht. Heilen müssen wir eigentlich auch nicht. Ach, ja, gut. Die hören Angriffe bei Seymour klingen nach Pokémon. Da ist was dran, vor allem Feurer. So, wir probieren mal Blitzra aus. Das könnte hier so eine neue Generation hier von Eevee sein. Die heißen doch auch alle so. Die gibt es auch in verschiedenen
Elemententwicklungen, nenne ich es mal. Je nachdem, wie war das, welchen Stein man dem Eevee gibt, ne? Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Eboli? Ist das richtig? Ich glaube, es heißt Eboli. Oder war Eboli ein anderes? Ich meine dieses Fuchs. Eevee. Ich kenne den Namen Eevee, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der Deutsche war. Ja. Kann der hier Ex-Gift oder sowas? Nee, kann er nicht. Das gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich, Vitra, Regenerator. Ach so, höher dann wahrscheinlich, ne? Analyse eigentlich in die Daten des Zielobjekts. Okay. So, Feuerer hatten wir noch nicht. Eboli ist völlig korrekt. Okay. Medica. Ah, genau, das habe ich gesucht. Das hat aber Seymour, glaube ich, tatsächlich nicht. Das hat Yuna selber. Achso, wir könnten eigentlich mit Seymour mal auf den Kopf gehen, ne? So, jetzt hatten wir, glaube ich, alles. So, fangen wir wieder von vorne an und, ha, so, jetzt haben wir den Kopf. Oh, vernichten! One-Hit-Kill beim Kopf, na, das ist, nice. So, wo haben wir das? Medica. Die Hintergrundmusik ist geil, fällt mir gerade so auf. Vernichtet. Seymour ist ein NPC, die haben bei weitem nicht die Werte von Spielkaras. Zauberabwehr von 1. Okay, ah, ihr diskutiert gerade über die verschiedenen Stats der Charaktere, ja, aber die 1 sind dann die 106. Wahrscheinlich ist irgendwie einprogrammiert, der darf einfach nicht tot umkippen, fertig. so, haut drauf. Und dann heilen wir mal. Ah, Yuna hat selber am nötigsten. Ich glaube, das mit der Ekstase von Seymour schaffen wir nicht. Die füllt sich ja überhaupt nicht auf die Leiste. Ja, und da war das Thema Geschichte. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, mit dem Sphärobrett können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, oder? Ich meine... Alter Schwede. Haben wir eben 5000 bekommen. The others. Sage Devil, ja.
Da wurde ja so ziemlich alles zerlegt, ne? Oh Mann. Und deswegen ist Vernichten so unglaublich wichtig. Ach, habe ich jetzt einen Bonus-Boost irgendwie bekommen, weil ich, oder Erfahrungsboost bekommen, weil ich den letzten Hit hier mit Vernichten hatte? No Level Tidus. Echt? Ist der jetzt gar nicht gestorben? Doch, der ist doch gestiegen vom Anfangskampf, oder nicht? Besonders im Bossfight sollte man versuchen, Vernichten zu erreichen. Du hättest Boss sicherlich auch ohne uns geschafft. Ja, aber wahrscheinlich nicht so schnell. So kurz was. Ich hätte wahrscheinlich noch 30 Mal auf den Kopf eingeprügelt, bis ich gecheckt hätte, dass der tatsächlich tot ist. Kurz was zu essen holen. Ein Tipp, lauf nach Westen über die Kisten. Mehr sag ich nicht. Okay. Ja, über die Mauer in den Westen und direkt in die Arme von... Was? Was? Ihr wollt mich jetzt gerade nicht in eine Falle locken, oder? Das fände ich aber ganz schön gemein. Ich gucke jetzt gerade erstmal, ob hier irgendwo was rumliegt. Folgt mal euren Anweisungen. Aber wehe, ihr lockt mich da in eine Falle. Hier ist aber überall nichts. Ein bisschen krakelig hier durchzukommen. What's going on? Why? What? What's going on? Oh je. From me. Everyone, stand back. I'll summon. You won't hurt it. Your powers are still too weak. But I must do something. You can't! No idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Also hast du dich für Gatta entschieden? Was? War das ein Entweder-Oder-Ding, dass ich entweder zu Gatta oder zu jemand anderem gehen konnte? Wäre ich sonst zu Sin gegangen oder zu wem?
Katzen sieht so beeindruckend aus, wenn man ihn als erstes mal richtig sieht. Tolles Monsterdesign. Was ist hier los? Komische Junge schon wieder. Was will er uns sagen? What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. Was für ein tolles Vater-Sohn-Verhältnis. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Was? Missing? Was? Da fehlte, glaube ich, eine Textzeile. How many died today? People die, and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today, but yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Genau, Gatta, und wie heißt dein Partner von der Bürgerwehr nochmal? Wann warst du das letzte Mal auf dem Sphärobrett? Vor diesem Kampf. Das heißt, ich habe bei jedem so gefühlt 9 Level zu vergeben. Man kann kurz vorher entscheiden, wer von beiden sterben wird. Das heißt, der Junge hat jetzt überlebt und der Ältere ist gestorben, den wir gerade als Geist gesehen haben. Kamu macht ihr doch nicht noch Schuldgefühle. Ist aber sie ist schuld. Ja, toll. Leute sterben, muss Yuna tanzen. Ja, das aus dem Kontext gerissen klingt das ein bisschen falsch, laut Tyrann. Da hast du recht. Okay, also ich hätte die Wahl gehabt, ob ich den kleinen Jungen, den Gatta oder den Erwachsenen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß es auch nicht mehr. Quasi mich für entscheide. Ich hätte tatsächlich, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, trotzdem Gatta gewählt. Einfach weil er noch ein Kind ist. Einziger Grund. So, ich speichere jetzt erstmal. Dann sind wir auch wieder voll. Mit allen Sachen. Und dann, ja, schauen wir doch mal. 555967. Wer hat denn 9? Kimari ist 9 Level gestiegen. Alter Verwalter. Ja, wir können aber hier leider nicht durch. Das ist schlecht. Wo ist denn die nächste Abzweigung, die wir dann jetzt für die Zwischenzeit nehmen können? Wir können hier runterwandern. Was anderes bleibt uns ja gerade nicht. Dann gehen wir erstmal dahin. Ja. Oh je, wir haben nur 2 Abilities für Ruinen. Daran wird es uns wahrscheinlich gleich wieder mangeln. Und 1, 2.
2 nehmen können. Na. Oh, jetzt geh doch. Ach, Kacke. Da können, bis dahin können wir nicht runter. Wir haben nur noch 2. Schade. Ich habe gedacht, wir hätten einen Schritt mehr noch. Dann. So. Luna fertig. Oren geht in. Dahin. Da hoch schon mal. Noch 2. Das heißt, wir können noch hier hin. Lutz. Ach, genau. Lutz. Beziehungsweise, es wird ja, glaube ich, anders ausgesprochen im Englischen. Nicht Lutz, sondern Luz oder so. Auf Deutsch bestimmt Lutz, genau. Auf Japanisch ist so schön weich, nimmt Luzu oder so. Und auf Deutsch Lutz. Genau der. Nah dran, ja. Wenn du Ability-Spheroiden brauchst, hau Ability auf ein paar Gegner. Ja, das sollte ich vielleicht mal machen. Jetzt erst beten. Noch HP für Oren. Ich guck gerade, haben wir gerade HP gelevelt bei ihm? Ja. Haben wir gerade gemacht. Benutzen. Kraft. Und Wunder. So. Wie viele Streamer ich schon gesehen habe, die an dem Sphärobrett verzweifelt sind. Endlich mal jemand, der blind spielt und trotzdem checkt, dass er alle Spheroiden in direkter Nachbarschaft mit aktivieren kann. Wieder ein Grund weniger, den Bildschirm aus dem Fernseher zu werfen. Ja. Wurde es nicht am Anfang sogar erklärt? Meine ich, dass man die danebenliegenden alle aktivieren kann? Ich meine, das wurde doch am Anfang gesagt. Zeit. Ah, da brauchen wir für beides Zeit, okay. Okay, ja, da haben wir auch genug von. Solange ich nicht Ability gerade brauche, ist mir das egal. Dann noch hier hin. Oh nein, da geht unser letzter Ability-Spheroid dahin. Retardhieb. Liest das am Anfang denn jemand? Hat doch sonst niemand Zeit für. Du, ich habe ja auch das Blitzball-Tutorial komplett gelesen und das war viel. Das war viel Text. So. Kimari kann sich 9-mal bewegen, muss aber auch ein ganzes Stück zurückgehen, weil wir hier bei 2 eh noch nicht durchkommen. Wir können uns aber sonst auf keinem Wege dem Heilen nähern, ne? Das wollten wir eigentlich machen. Das ist blöde. Das ist sehr blöde. Sagt mir mal, was ich mit Kimari jetzt am besten machen soll. Ob ich da auch weitergehe. Ich mache in der Zeit mal mit Waka weiter. Der kann ja nur in eine Richtung. Das haben wir. Und dann kommen wir bis da hoch. Warten. Also mit Kimari tatsächlich jetzt warten komplett, bis wir einen Level 2 Schlüssel, nenne ich es jetzt mal, mir fällt der Name gerade nicht ein, bekommen. So, den haben wir schon. Ich finde es aber, muss ich ja sagen, ne? Ich finde es eigentlich noch ganz schön, dass man mit dem Spherobrett hauptsächlich passive Sachen levelt, also hier Statuswerte und sowas. Ich weiß nicht, ob der
Vergleich jetzt so passend ist oder ob der ein oder andere jetzt sagt, oh mein Gott, wie kannst du das miteinander vergleichen? Ich vergleiche das Verobret so ein bisschen mit diesem Fähigkeitennetz, was man in Tales of Exilia hat. Und da schaltet man halt auch so, ich nenne es mal Fertigkeiten Felder frei. Also du schaltest, setzt quasi Werte in vier passive Sachen und dadurch schaltest du eine aktive immer wie jeweils frei. Du hast halt quasi wie so ein Viereck, was du, wo du die einzelnen vier Punkte quasi freischaltest. Und wenn du alles hast, hast du in der Mitte ein Feld mit einer aktiven. Und da hast du am Schluss so viele aktive Fertigkeiten, weißt du überhaupt nicht mehr, was du benutzen sollst und was nicht. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Hätte ich mich jetzt überhaupt bewegen müssen? Na, egal. So, Yuna haben wir. Und Kimari, was sagt ihr? Ja, Kimari, hatten die Level verfallen ja nicht. Okay. Ich krieg da Komplexe, wenn ich sehe, wie jemand Sachen auf dem Sphärobett überspringt. Geht gar nicht. Und ich habe mir das Blitzballspiel tatsächlich angeschaut. Klasse gespielt, das erste Match ist unglaublich schwer. Okay, cool. Das freut mich, dass ich mich da nicht ganz so blöd angestellt habe. Nee, ich würde gerne zurück. So, jetzt. Ja, zurück. So. Dann wollte ich gerade nochmal gucken. Wir haben doch vorhin Ausrüstung gefunden. Ich weiß aber nicht für wen. Moment, wir haben hier noch Regen der Finsternis. Blindschutz. Oh, okay. HP. Im Moment haben wir HP und Hitze. Macht Blindschutz Sinn? Nee, oder? Yuna zaubert ja. Da würde nur Stummschutz Sinn machen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oren trägt schon... Ja, genau, der hat Durchschlag auf der Waffe, genau. Wir hatten noch... Ah, genau, hier Tobsuchtband haben wir gefunden. Moment, das haben wir. Wir tragen jetzt Abwehr plus 3. Wir hatten HP plus 5, Blindschutz. Würde bei ihm ja dann tatsächlich Sinn machen. Oder HP 5 und Tobsuchtschutz. Was ist Tobsucht? Und Schlafwall. Oh, ist Schlafwall gegen Schlaf immun? Ah, Intu, willkommen zurück. Bitte, habt ihr der guten Dame gesagt, dass sie aus den Tempeln nichts verkaufen darf? Wurde mir nicht gesagt, habe ich bisher aber auch nicht gemacht. Ich habe ja erst ein Item in den Tempeln gefunden. Also im ersten, das habe ich verpasst leider. Im zweiten, das rote Band habe ich. Und das trägt Kimari. Wenn ihr mir das gerade sagen könntet, was ist Tobsucht bei Oren? Und ist Schlafwall tatsächlich Schlafimmunität? Weil dann würde ich ihm das, glaube ich, tatsächlich anziehen. Weil dann haben wir kein Problem. Wall macht immun. Oh, cool. Weil dann haben wir das nächste Mal kein Problem, wenn wir auf diese blöden Pilze treffen. Zumindest mit Oren nicht. So, was haben wir noch? Haben wir noch was Neues? Das ist alles beim Alten. Ich überlege sowieso, ob wir hier Eisschwert und Wasserschwert, können wir ja mindestens eins verkaufen. Das brauchen wir ja nicht doppelt. So, genau. Der trägt die Stichlanze. Da haben wir nämlich noch die Alternative. Haben wir noch hier die Elemente-Lanzen. Den roten Reif trägt er gerade. Waka hat den besseren Datenball mit Durchschauen dabei. Und Stromschlag. Die anderen haben ja jeweils nur eins dabei. Tobsucht einen Status, in der Gegner in eine Art Berserker-Modus verfällt. Er macht zwar mehr Schaden, greift aber nur normal an. Und du kannst ihn nicht mehr direkt steuern. Ah, ja, okay, das macht Sinn bei dem Namen. Das macht Sinn, okay. Da hatte ich bisher jetzt noch keine Probleme mit. Da sind wir auch alles beim Alten. Okay. Alles klar. So. Nach dem Marathon mit Sphärobrett speichern wir zur Sicherheit nochmal.